Dachi Hao und herzlich willkommen zurück zum Gameplay von Titan Quest. Ja, das war chinesisch und heißt guten Tag zusammen. Habe ich kurz nachgeschaut. Wir müssen nochmal zurück zu Chang'an. Da müssen wir irgendwie den Kaiser noch besuchen, habe ich gesehen. Und ich habe irgendwie die Belohnung 100% mehr Leben für die Pets nochmal bekommen, oder? Einfach, es wurde nochmal angezeigt. Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handverschmutzung an diesem Armband gesehen? Okay, schade, dass diese blöden Stats haben, die grünen Items. Ich bräuchte jetzt unbedingt mal irgendwas für Pets oder so. Aber das gibt es erst im 5. Akt. Ja, müssen wir halt eben ein bisschen schneller durchrennen. Habe ja in dem letzten Part schon ein bisschen gemacht. Weil es wird jetzt schon langsam, also es ist extrem lang, das Spiel. Es hat schon viele Seiten vor sich hier. Immer wieder. Und ich muss Jade kreisen. Und wo ist der Jade kreisen? Das ist nämlich das Mausoleum. Ich dachte, es wäre auch irgendwo hier. Aber wir müssen scheinbar nicht gegen Süden, sondern gegen Nordosten oder so. Das habe ich da nicht geholt, weil ich dachte, ja, wir müssen schon nach Süden. Oder wir müssen zuerst nach Süden. Also irgendwo hier rüber. Komm weg. So. Weg von diesem Dot-Schaden. Das ist nämlich wichtig, dass wir da nicht so Schaden erleiden. Tut mir leid. Das Tor ist geschlossen. Okay, wo ist denn dieser Kaiserpalast? Hey. Ich hoffe nicht, dass das erst jetzt kommt, aber... Ach, ey, Wölfe wieder nicht am Tanken. So sieht man das gern. Mal hier rüber irgendwo. Irgendwo muss es sein. Auch wenn es am letzten Ort unserer Reise ist. Wir finden es. Und dann haben wir ja noch die Waffenkammer, also die versteckte Waffensammlung. Zu holen. Ja, und dann kommen ein paar coole Sachen. Ach, ich glaube, ich weiß, wo der Kaiserpalast ist. Der ist versteckt in den Bergen. Dann ist klar, dass hier nichts ist. Aber wenigstens irgendwas etwas gefunden, grünes. Tom Jingdal. Da sind wir rausgegangen. Hierüber kommen wir nicht. Also wenn es nicht hier unten ist, dann ist es, ja, im Gebirge. Aber sie ist irgendwo aus großen Gebirge drin. Komm, alle siegen. Schneller besiegen, ihr Genies. Im Augenblick kannst du die Wölfe nicht öffnen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen eine Verwirrung. So. Vor lauter viele Worte bin ich ein bisschen verwirrt. Also ich glaube, wir müssen doch wieder dorthin. Komme ich leider gar... Hä, hey, da ist ja der Palast. Okay. Ja, das ist hier. Aber wo ist... Ja, der Palast ist eben da oben. Okay, dann ist es klar. Dann ist es ja klar. Weil ich habe einfach die Quest-Log gehört und dachte, ja, ich müsse wieder zurück nach Chang'an, weil ein Palast ist ja eigentlich in einer Hauptstadt oder so etwas. Ja, gut. Also... Nochmal hier bei den Dragonen durch. Altdragonen sind das schon. Alles klar, dass es jetzt stärker sind. Wie die Feuer spucken. Also wirklich wie richtige Drachen. Ja. Sind recht spektakulär schon fast. Einfach groß und mächtig. So, aber die Höhle, na, die ist oben dran. Okay. Sieht so aus, als würde die hier sein. Auf diesem Plateau. Und die andere, da sind wir rausgekommen. Weil da war schon aufgedeckt. Also, wie kommen wir jetzt hier runter? So.
Ja, alle auf mich. Dankeschön. Ihr seid so Feiglinge. Immer auf die Beschwörer. So geht es schnell mit Stab voll frontal drauf. Okay, Geister. Ja, ich glaube, sind wir hier rausgekommen? Was ist der Unterschied zwischen hier unten und hier oben? Also hier sind wir schon gewesen. Hä? Also gehen wir hier unten noch rein. Aber vielleicht sind wir einfach hier durchgegangen. Okay. Ja, hier sind wir scheinbar noch nicht drin gewesen. Weil Ratten kommen jetzt gerade nicht so in den Sinn. Also in der Höhle, in der Große davor. So, danke, dass ihr mich auch ein bisschen beschützt, nicht? Ihr seid so nette Beschwörungen. Hey, das sind wir auch gewesen. Ja, das ist völlig schlecht gerade zurechtzufinden. Also, man ist einfach verwirrt. Schade, aber ich will die Quest noch machen, bevor wir in den Gartenpalast gehen. Ich will ja eigentlich alle Quests machen mit euch, oder? Ja, gut. Ja, kommt noch ein bisschen Gift, dankeschön. Slow. Ja gut, dann gehen wir kurz raus und schauen nochmal die Map genau an. Dann erfahren wir doch da hoffentlich ein bisschen mehr über eine Höhle. Könnte es sein, dass sie oben links ist oder hier oben links? Weil hier ist auch nichts mehr. Ich möchte nochmal kurz zum Schwarzen hier rüber gehen. Aber das ist Fels, das... Okay. Gehen wir mal kurz hier nach oben zu den Feldern zurück. Ja, aber es ist sehr verwirrend hier zurechtzufinden. Ist aber ein schönes Gebiet, nur ein bisschen nervig. Mir gefällt es. Okay. Jetzt bei dem Level Up müssen wir schauen, was wir nehmen, weil eventuell muss ich jetzt wieder die Stats reintun in den Skill Tree, weil, ja, sonst haben wir da dann plötzlich Probleme mit dem Endboss, der jetzt dann bald kommt. Nochmal ein Telkine kommt auch noch. Also, ja. Aber ich glaube, es kennt jeder, der Endboss von Titan Quest. Ich werde trotzdem nicht spoilern. Aber der haut so fest rein. Ja, da müssen wir einfach ein bisschen defensiver werden. Hm? Okay, hier haben wir natürlich wieder die Rudelfiere, aber ich denke, das schaffen wir. Mit einem Verlust. Okay, blaue Drachenschuppen, interessant, sehr gut. Oh, das hilft uns weiter mit dem anderen Bild. Weil der andere Bild, den muss ich natürlich auch zeigen bald. Der hat's in sich. Weil Wurfwaffen sind immer noch overpowered. Die haben sie einfach ins Spiel gebracht und nicht gesehen. Ja, man sollte sie natürlich ein bisschen schwächer machen. Und solange kein Buff kommt, Debuff meine ich, oder Debuff, ja, wird das nichts. Okay, es ist halt jetzt wieder schwierig hier oben. Also ich weiß echt nicht, wo eine andere Höhle ist. Ich kann es wirklich nicht sagen. Okay. Wir gehen wieder runter und machen die Quest, sobald wir ein bisschen stärker sind. Weil da oben immer diese Flackenstelle sind.
kann ich jetzt also nicht schauen. Also ich hoffe, dass hier noch eine Höhle ist. Aber hier ist genau das Gleiche. Okay, ich habe die Flagge direkt bei mir gehabt. Das ist natürlich wunderbar, aber ist die Welt weg? Ist es natürlich nicht gut. Kann man die nicht wegcasten. Also wegstabilisieren. Sieg die mal bitte. Okay, der castet keine Flagge. Doch jetzt. Ja, jetzt ist aber die Flagge schon ein bisschen zäh. Jetzt gut. Also nochmal den Wolf nehmen. Mal hier oben durchgehen. Aber hier haben wir scheinbar nicht viel. Okay, nochmal. Hauen wir mal ab. So. Die besiegen. Ja, lassen wir den mal ein bisschen in Ruhe, wenn er nicht kommen will. Und machen immer noch auf Geschicklichkeit, weil wir sind Stufe 33 und müssen auf Stufe 85 dann 175 Geschicklichkeit haben. Also ist das mehr als genug. So. Und wir haben eben nichts sonst. Die Najade, also die Nymphe, ja, die lohnt sich jetzt nicht weiter hoch zu machen. Sie wird immer schwach sein in den nächsten paar Levels. Weil Stärke des Rudels ist natürlich sehr wichtig. Da macht viel Schaden. Schadensabsorption für, ja. Wenn dann kurz auf zu Bewuchs und Bewuchs zuerst nehmen. So. Geht heute einige Zeit. Nochmal ein Säbelzahn. Ja. Das ist wirklich nichts, was für ein Krieger ist. Eher so für einen Hybrid. Das habe ich mitnehmen. So, direkt mal. Ihn besiegen, damit er sich nicht erholen kann, aber er hat wahrscheinlich sehr viel Leben noch. Ich glaube, die Höhle ist unten. Wir gehen nach unten. Nach Süden. Ja, das ist jetzt wieder blöd, wieder mager. Die Wölfe sind wieder tot. Okay, ein Wolf ist wieder tot. Ja, jetzt ist es recht schwierig. Ne? War schon heftig. So. Haben wir das Dorf von denen auch mal besiegt? Können sie sich nicht mehr so verbreiten? Zweite Dorf. Es gab ja ein großes Dorf von denen. Aber zum Glück nicht mehr die schwarzen Panzer. Das ist doch schon viel besser. Aber dennoch bekommen wir natürlich Schaden aus unseren Pets. Es ist nicht so leicht, wie man denkt. Ah ja, dieses besondere Monster dann auch mal noch holen nach dem Endboss von diesem komischen Wald da. So, irgendwo hier unten. Hier sieht man, dass die Map vorbei ist. Ist einfach nur Stein fertig. Ja, hier ist es nicht. Okay. Hier unten leider auch nicht. Ich sehe jetzt gerade wirklich keine Höhle. Ich sehe nur zwei Brunnen. Okay. Wow. Nicht so viel Schaden an die Wölfe, bitte. Hier geht's weiter. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es hier weitergeht.
So schön die Pets. Na okay, der hat keine. Ja. Sie sind ja nur ringsum um den Schrein. Okay, nochmal Wolf holen. Der Dauerwolfholer. Brüder, ja. Was ist denn hier oben, wenn das dort runter geht? Muss auch irgendwas sein. Er muss irgendwo auf einen Berg rauf. Okay, hier sind wieder die. Ich tier's genau. Ach, Wolf, geh doch nicht alleine dort hoch. Das sehe ich doch nicht. Sehr anspruchsvoll jetzt momentan. Aber es geht noch gut. Hä? Was ist denn in dieser Höhle? Ist das jetzt dieses Versteck? Untote. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Mal schauen, was hier ist. Aber wieso sind die an Questgeber so weit vorne? Vielleicht wollen sie einfach die Quests ein bisschen verzögern, also, ja, dass sie länger gehen. Deshalb sind sie so weit oben. Also weit vorne, ja. Das ist wahrscheinlich der, ja. Also mir fällt jetzt nur das ein, dass man einen Questgeber so weit vorne macht. Aber das wird im fünften Akt auch noch so sein. Das habe ich schon gehört in einer Form. Okay, interessante Höhle, die hat mehrere Wege. Lass mich schauen, dass wir da ein bisschen ja, richtig laufen. Hä? Ja, ja. Hallo, ich dies? Feuerfeen, okay. Bin ich schon immer noch bei den Ich-Dies. Ich mag sie irgendwie, weil sie ja natürlich an die Vorkräfte erinnern. So. Ich hoffe, dass die Vorkräfte mal ein bisschen billiger wird, dass ich es auch mal ohne Probleme spielen kann. Das ist schon ein bisschen halt blöd für Leute, die ja das Geld nicht gerade so vor der Hand haben. Ich hätte genug Geld natürlich, aber es muss halt auch Spaß machen für das Geld. Und so viel Spaß wie andere Games macht World of Warcraft leider mir nicht so. Pilze, grüne, rosa-rote Pilze. Wieso nicht? Aber es ist nichts hier. Okay, zumindest ist die Höhle jetzt mal wieder ein bisschen weniger ja, schlimm für die Pets. Ein bisschen erholen, ein bisschen die Pets am Leben halten. So, geht sehr gut mit dieser Intelligenz. Wir werden natürlich irgendwie stärker mit dem Stab sein. Deshalb unbedingt konzentrieren. Ja, ich glaube, das ist das mit dem. Hä, aber. Was ist es denn sonst? Oh, die sind recht stark. Was ist denn sonst hier? Für was ist das? Es waren nur Geister, die von einer Quest waren, aber nichts ist hier. Okay. Ja, wenn nichts hier ist, kann ich auch nichts machen. Vielleicht wurde es gestohlen und es ist irgendwo anders. Er hat nämlich gesagt, in einer Höhle ist es. Aber wir sind alle Höhlen abgeklappert. Das ist das auch Pilze. Sehr farbig hier, die Pilze. Bei uns sind sie immer braun und rot. Aber hier in der Fantasy ist alles farbig. Ach, die Pietchen. So. Hier oben bitte irgendwo.
Schade, wieder vorbei. Da ist die letzte Möglichkeit. Dann müssen wir einfach wieder weiter. Okay. Wen haben wir denn hier? Edler Krieger, ich danke dir. Hinter dem Wasserfall. Wo war ein Wasserfall? Es war doch nirgends ein Wasserfall. Aha, da ist der Wasserfall. Okay, dann haben wir die Quest schon vorher gelöst. Ah, natürlich im letzten Fleck noch ein Questgeber, der eine Quest macht, wo man schneller findet als der Questgeber. Wieso nicht? Noch ein paar Löwen, die letzten Tigermenschen besiegen. Sehr gut. Ja, dann geht's schon wieder weiter. Ich bin jetzt wirklich auch ein bisschen, ja, dass ich nicht weiterkomme, dass ich die Quest nicht lösen kann. Ein bisschen fraglich sozusagen. Ja, das ist ein gutes Wort. Und habe schon Lust, alles jetzt gerade hier zu machen, bis wir die Quest gemacht haben. Ist schwer, ja. Ist ganz anders als man erst und zweit macht. Bin erfreut, dass es überhaupt so ist. Dann haben wir ein bisschen Herausforderung noch. Ist hier wirklich nicht die Höhe? Am Schluss muss man irgendwie eine Waffe aufsammeln oder so. Und keine Waffen kommen. Okay. Ah, wir haben einen Wolf verloren. Ne? Wahrscheinlich bei einem Dragonen vorher gerade. Das kann ich jetzt mich gerade nicht erinnern. Oder war es schon beim Geist vorher? Könnte schon sein. So. Okay, jetzt ist. Oh, bitte nicht. Was haben wir die Najade verloren? So. Also abhauen. Oh. Bitte, was ist das für ein OP Standardenmonster? Die Standarten sind sonst nicht so richtig zäh. Okay. War nicht Steinhaut. Ja, ist klar, dass die nicht so viel austeilen können. So, schnell besiegen. Aha. Jetzt ist es wirklich hart langsam. Ja, ist klar, dass der Anstieg groß ist. Weil wir jetzt zum Ende kommen vom normalen Titan Quest. Gut. Hauptsache, wir haben ihn besiegt. So, jetzt nochmal die Standarte angreifen oder besiegen. Gut, wenn jetzt nur Eier angreift, das ist recht gut. Ja, aber nicht mich, bitte. Ach, kommt, Pets. Was ist da mit diesem, Pullen, hä? Was ist mit Pullen? Ich kenne schon langsam nicht mehr so die Begriffe von MMORPG, das ist klar. Tun wir mal kurz alle hier besiegen. So. Sehr gut. Noch ein Magier. Prima. Heftig. Ja, ja, ich hoffe, die sind jetzt bald vorbei. Die sind so lange, also es ist jetzt wirklich fast die Ziegenmenschen. Scheinbar haben sie wirklich nicht mehr so viele Ideen gehabt hier. Aber auch gut. Zuerst mal in diese Richtung. Hier ist aber nur Abgrenzung. Ja, okay.
Ja. Im vierten Akt müssen wir dann halt auch ein wenig schauen. Es wird halt irgendwie schwieriger, das ist klar. Deshalb unbedingt leveln jetzt noch ein bisschen. Ich denke, wir sind unterlevelt. Nein, wir sind überlevelt, okay. Aber vielleicht sind nur die schwachen Gegner hier in Level 30. 33, also die Größen sind schon gleichlevelig, ja. Okay. Also eben diesen Spielen, wenn es ein bisschen zu schwer ist, einfach ein bisschen leveln. Dann seid ihr wieder genug stark, auch wenn ihr keine Items findet. Ich warte jetzt, bis ihr ein gutes Levelgebiet kommt. Nicht bei diesen Löwen. Ja. Tiger. Kommt. Mann, ich werde immer wieder angegriffen von einem. Scheinbar ist der Magier. Ah, jetzt haben wir es endlich. Ey. Wie weit das weg war. Und er sagt ihr noch in einer Höhle. Hey, ich habe die ganze Zeit... Da hat so viel Schaden gemacht, dass der Heiltrank am Laufen war. Oh je, jetzt sind wir mal wieder gestorben. Okay, war abzusehen, aber gut. Wenn wir so viel dort bekommen, also der hat nur dort an mich gemacht. Das ist klar. Hallo? Okay. So. Nochmal aggressiv stellen. So. Dann wieder da drunter gehen. Ja, ist schon ein bisschen ein Wägelchen. Ein kleiner Weg. Oh ja. Ja, die da oben sind nicht questrelevant, also nicht speziell. Weil leveln könnt ihr dort, wo es natürlich gut geht zum Leveln und nicht so schlecht wie bei mir jetzt bei den Tigern. Okay. Ah, da ist ein Ding, Sternengegner, das sagt mir nicht mal etwas. Ja, gut, dass wir den Magier gekillt haben. Den anderen können wir jetzt nämlich... Boah, noch Blutschaden. Heftig. Dankeschön für dieses recht schwere... Ja, eine recht schwere Zone hier. Ah, ist schon heftig. Also die Belohnung haben wir in Form von EXP schon bekommen. Ich glaube, wir müssen nicht zurück. Jetzt habe ich gerade keine Lust, zurückzugehen. Ich möchte noch einen Brunnen erreichen, sonst muss ich das nochmal machen. Ja, ja. Sehr schön, Wölfe, ihr macht das sehr gut. Wunderbar. Haben wir immer noch keinen Brunnen? Für eine Höhle? Was ist das? Nein, das ist mein. Ah, das sind nur die Bäume. Ja, es ist alles so winzig in Full HD natürlich. Die müssen die Auflösung von Hartsache erhöhen. Also, ja, dass sie einfach ein bisschen größer werden. Strecken. Genau, strecken. Ah, da oben ist der Schein. Also, der Brunnen. Sehr gut. Dann nächstes Mal, ja, der Jadekaiser besuchen. Und, denke ich mal, einen Boss machen. Okay, vielleicht noch nicht ganz. Reden wir dann mit dieser Ji Shan, eine heitere junge Frau. Ja, danke schön fürs Schauen. Tschüss.